Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Patty von kartinvestor.de und in diesem Video werden wir endlich eine Pokémon Celebrations Elite Trainerbox öffnen. Das ist das Set zum 25. Jubiläum von Pokémon, also was ganz Besonderes. Hier sind super, super coole Produkte drin. Es macht wirklich übertrieben Spaß, dieses Set zu öffnen. Aber vorher habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Ich weiß, es ist etwas spontan, aber es ging wirklich nicht anders. Tut mir leid dafür. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Ich blende euch die Daten auch nochmal ein. Und zwar werden wir an diesem Sonntag hier auf YouTube einen Livestream starten. Der wird sich etwas von den normalen Livestreams unterscheiden, denn wir werden keine Yu-Gi-Oh! Karten öffnen, keine anderen Sets, nur Pokémon Celebrations, also sozusagen Jubiläums-Livestream. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall ein entspannter und cooler Tag wird. Und das Ganze funktioniert so wie immer. Also ihr könnt euch bei mir im Shop einkaufen, dann öffnen wir eure Bestellung live im Stream. Ihr könnt auch noch während des Streams einkaufen, wenn noch was da ist. Damit direkt zum nächsten Punkt. Ich denke, wir werden eine Limitierung einführen müssen, wie viel jeder einkaufen darf. Es ist halt so, dass wir nicht unendlich viele Packs da haben. Die Produkte sind wirklich, wirklich sehr schwer zu bekommen. Ich denke, wir werden 500 bis 700 Packs am Start haben. Aber das klingt viel, aber ich denke, dass das halt relativ schnell ausverkauft sein wird. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und was den Preis angeht, habe ich jetzt noch nichts festgesetzt. Aber sobald das Video online ist, ist auch der Preis da. Also checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, Leute, das Ganze irgendwie attraktiv zu gestalten. Ich werde auf jeden Fall den Card-Market-Preis unterbieten. Ich weiß noch nicht, um wie viel, aber ich gebe mir wirklich Mühe, das irgendwie fair zu machen, Leute. Es wird auch ein, zwei Gewinnspiele bzw. Giveaways im Stream geben. Und irgendwie kriegen wir das Ganze schon gebacken, Leute. Ich weiß, das Ganze ist gerade super teuer, aber es ist auch ein extrem cooles Produkt. Jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir öffnen das Ganze jetzt, Leute. Erstmal von außen ein bisschen gucken, Leute. Wenn ihr OVP-Sammler seid, nochmal ein Tipp von mir. Schaut euch die Boxen in echt an oder lasst euch Fotos schicken. Jede dritte, vierte Box ist beschädigt vom Case aus. Ich habe heute 5 Cases geöffnet und es waren wirklich immer 3, 4 Boxen kaputt. Also, was heißt kaputt? Die Folie war eingerissen, Leute. So wie hier oder noch schlimmer. Und dann würde ich mal sagen, brauche ich gar kein Messer, weil es ja schon ein bisschen offen ist. Dann ziehen wir uns diese wunderschöne Box mal rein. Gengar darf natürlich auch nicht fehlen, Leute. Hashtag Gengarluck ist am Start. Erstmal zur Aufmachung muss man wirklich sagen, wieder mal maximal hochwertig. Sieht klasse aus. Alle Starter sind vorhanden. Dann haben wir hier das absolute Spoilerbuch. Ohne Witz, ob ihr es mir glaubt oder nicht, Leute, ich habe mir noch nicht alle Karten aus dem Set angeguckt. Klar habe ich schon viel mitbekommen, aber wirklich nicht jede Karte. Deswegen ziehe ich mir das jetzt auch nicht rein. Das können wir uns nach dem Video zum Schluss nochmal kurz zusammen reinziehen, wenn ihr wollt. Dann schauen wir mal, was sich Schönes hier drinnen verbirgt. Erstmal hier ein Regelheft, davon habe ich jetzt so 1000 Stück gefühlt. Dann schauen wir erstmal alles auspacken. So, dann haben wir einmal hier Schadensmarken, auch ziemlich unnötig. Und hier muss ich wirklich sagen, der hässlichste Würfel aller Zeiten in der ETB. Wenn hier wenigstens das Logo von Pikachu drauf wäre, also das Jubiläumslogo, wäre es noch cool. Das ist leider ziemlich unnötig. Dann haben wir hier Hüllen, die sind auf jeden Fall cool. Dazu gibt es dann auch den passenden Ultra Pro Binder, also Ordner, richtig cooles Teil. Dann haben wir hier eine legendäre Goldstar Promo, Leute. Also, dass sie das wieder ausgegraben haben, ist sowas von cool, muss ich wirklich sagen. Also, ich sehe da oben ein bisschen, hier sieht nicht so flausch aus, aber ansonsten ist das in Ordnung. Und ach, ich glaube, ich packe die mal aus, Leute. Normalerweise lasse ich die immer eingepackt, aber ich habe irgendwie Bock, das Ganze jetzt mal auszupacken. Für den Ordner. So, einmal kann man sich die ja mal reinziehen. Ich hoffe nicht, dass das die letzte ETB ist, die ich für mich öffnen werde. Aber ich mache, wie gesagt, nicht viel auf. Und das sieht doch wirklich klasse aus, Leute. Richtig coole Karte. Und was ich nochmal sagen wollte, Eigenlob stinkt, Leute, ich weiß. Aber ich muss wirklich sagen, wir haben es wirklich geschafft, alle Vorbestellungen, was die ETBs angeht, zu erfüllen. Und ist auf jeden Fall klasse, dass wir nichts stornieren mussten. So, dann haben wir hier Darkness Ablaze. Farbenschock, Battle Styles, noch ein Darkness Ablaze und Chilling Rain. Und damit fangen wir auch direkt mal an, Leute. Also 5 Packs schon mal und halt 10 Packs von Celebrations. Also ich muss wirklich sagen, da muss man auch mal ein Lob an Pokémon. Ich sag's euch, wie es ist. Also ihr wisst alle, bei den Pokémon Hauptsets und so, geiziger geht's nicht. Keine Promokarte, nur 8 Booster.
Und hier hat man wirklich richtig gegönnt. Also 15 Booster insgesamt. Das ist einfach absolut cool und fair. Zeb Swaker als Rare im ersten Pack. Ich erhoffe mir so, oh, die habe ich ja ganz vergessen. Wir haben hier noch Kartentrenner. Die finde ich zum ersten Mal auch ziemlich cool, muss ich wirklich sagen. Also Pokémon rechnet halt die Celebration Packs nicht als vollwertige Packs. Deswegen bekommt man so viele, weil halt nur 4 Karten enthalten sind. Aber ich finde es wirklich mega, mega fair. Natürlich bekommt man die Produkte gerade kaum zum normalen Preis, also zum UVP. Aber ich finde auf jeden Fall, wenn man das zum UVP bekommt, ist das ein mega, mega Angebot. Ich hoffe halt, dass wirklich noch viel gedruckt wird und dass wir alles schön für normale Preise bekommen können. Aber dem ist halt zurzeit nicht so. Togekiss V, schöne Karte. Und dann gucken wir mal, was uns bei Darkness Ablaze erwartet. So, Leute. Ihr müsst wissen, es ist, wie spät ist es? 1:30 oder 1 Uhr morgens. Ich habe bis jetzt Bestellungen verpackt, sodass wir alle Vorbestellungen morgen erfüllen können. Und ja, ganz schön spät, aber ich wollte den Abend jetzt mal entspannt ausklingen lassen mit ein bisschen Celebrations. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Ich habe halt für mich wirklich nur die, was war das, Zamazenta V-Box oder wie der heißt, aufgemacht und sonst nichts. Also ich hatte bis jetzt nur 4 Packs geöffnet. Also ich sitze die ganze Zeit schon auf heißen Kohlen, Leute. So, was haben wir dahinter? Keine gute Karte leider, aber wenigstens ein Togekiss. Aber um die Packs geht es heute auch nicht, Leute. Jetzt geht es um den richtig heißen Brei hier, Leute. 10 wunderschöne Booster-Packs. Celebrations 5? Das sind nur 9. Was ist denn jetzt los? Lol, zieht euch das rein. Hier hat noch eins festgehangen. Okay. 10 wunderschöne Booster-Packs. Dann machen wir einmal ein bisschen sauber, Leute. Und jetzt geht's los. Erste Pack, Celebrations. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich weiß, man kann Glurak und sowas ziehen, aber ich habe am meisten Bock auf Turtok einfach und Bisaflor. Wir haben Groudon, Lugia in Holo, sieht so cool aus, Claydol und dahinter haben wir Zacian V und den Online-Code könnt ihr euch reinziehen, Leute. Und dann geht's direkt weiter zur nächsten Karte. Sleeven machen wir gleich. Komm schon, Leute. Also das Pack ist einfach zu krass, muss ich wirklich sagen. Warte mal, das muss man einen nach vorn. Oh, ich glaube, Kartentrick ist nicht so toll bei dem Set. Der ist wirklich wunderschön, Leute. Ach so, habe ich eben erwähnt, dass wir nur englische Produkte haben im Stream. Also ich habe bis jetzt nur englische Sachen bekommen. Also das ist die krankeste Karte, Leute. Die sieht wirklich aus wie Custom-Made. Also so Fan-Made einfach. Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Wieso ist das jetzt falsch rum? Reshiram. Palkia und dahinter haben wir dunkles Gyarados aus Team Rocket. Das ist so cool, einfach so eine Karte zu ziehen. Also wer das Set nicht feiert, Leute, es ist einfach unglaublich spaßig. Also wer das Set nicht feiert, hat es noch nicht geöffnet. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist ja wunderschön. Wow. Klar, es ist gerade super teuer, aber es ist einfach zu nice, muss man wirklich sagen. Die Gönnung ist real, Leute. So, wir haben Yveltal. Wir haben Reshiram. Kyogre, die ganzen Amazing Rares aus Shining Fates. Und falschrummerweise haben wir einen Lunala. Den feiere ich gar nicht, aber ist nicht schlimm. Wir haben ja noch ein paar Packs über. Boah, also die Leute, die das zum UVP bekommen, ist ja wirklich Gold wert einfach nur, ne? 15 Packs sind einfach am Start. So, wir haben schon wieder ein kleines, süßes Kyogre. Groudon, passt. Lugia ist auch am Start. Und Surfing Pikachu V-Max. Wirklich, wirklich nice Karte. Also, aber das hier mag ich am meisten, muss ich wirklich sagen. Das feiere ich am allermeisten. Ich hoffe, dass ihr Bock auf den Livestream habt, Leute. Ich freue mich wirklich mega drauf. Ich bin froh, dass wir das Ganze überhaupt machen können. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Aber wir werden es uns auf jeden Fall reinziehen. Ich denke auf jeden Fall, dass Celebrations in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen teurer wird. Aber bei der zweiten Welle denke ich, dass der Preis wieder runtergeht auf angenehme Weise. Boah. Wir haben Mega Rayquaza EX.
Ehrlich gesagt finde ich das Artwork nicht so cool. Das sieht einfach zu komisch aus. Also ich stelle mir Rayquaza immer ganz anders vor. Aber ich liebe Karten mit dieser japanischen Schrift. Fette Karte auf jeden Fall. Und dahinter Summer Center. Wirklich fette Karte, Leute. Also wir müssen noch ein bisschen was Vintage-mäßiges ziehen, aber das Set ist einfach zu schön. Und danach gucken wir uns mal alle Karten aus dem Set an. Ich habe es die ganze Zeit geschafft, nicht zu spoilern. Oh, ich habe die letzte Karte wieder nach vorne getan. Professor Eich, auch Hammer Artwork. Oder Leute, das ist so cool. Sowas gibt es bei Yu-Gi-Oh! Gar nicht. Yveltal. Lugia schon wieder. Und dahinter haben wir noch einen Reshiram. Lugia schon wieder. Palkia. Yveltal. Und ein schönes Mew. Die beste Holo aus dem Set von den normalen Holos. Nimmt man natürlich gerne mit. Aber wir wollen noch eine kleine Retro-Karte wenigstens, Leute. Okay, Baby, let's go. Yveltal, Cosmog mit der Pipi-Puppe. Richtig cool. Boah. Wow, das gibt wirklich Vintage-Vibes, Leute. Das ist eine fette Karte. Ich kann mich noch voll an das Set dran erinnern, als das rauskam. Team Magma Scudon. Wow. Und dahinter haben wir noch einen Zacian V. Auch zu krank, die Karte. Also, ich weiß, von der Textur muss man nicht unbedingt viel halten, aber es muss ja auch nicht 100% so aussehen wie früher. Es reicht auf jeden Fall, um ein bisschen eine kleine Zeitreise zu machen, Leute. Es ist wirklich zu krank, dieses Set. Also, es ist einfach zu cool, dass ich genau jetzt mit den Videos und so angefangen habe, dass wir uns das jetzt hier zusammen reinziehen können. Finde ich einfach nur mega, Leute. So. Wir haben Xerneas. Ho-Oh. Der sieht wirklich schön aus. Cosmurm. Und falschrumerweise Lunala. Da waren jetzt zwei, drei Karten, die ich gar nicht mag. Und damit kommen wir leider schon zum letzten Pack. Hier nochmal was schön Vintage-mäßiges. Wäre wirklich, wirklich schön. Am meisten würde ich mich wirklich über Turtok freuen. Lugia schon wieder zum sechsten Mal oder so. Palkia. Nein, mit Ansage, Leute. Ich habe es euch gesagt, dass ich mich über den am meisten freue. Wow. Ist das legendär, einen Turtok zu ziehen. Das ist so cool. Und dann noch auf Englisch. Wow. Der hat so einen coolen Holo-Effekt. Seht ihr das mit diesen Kreisen? Das erinnert mich extrem an Baumfrosch in Ultimate Rare. Wow, ist das eine schöne Karte. Und dahinter haben wir sogar noch Mew. Richtig perfekt. Wow, das hat mir jetzt echt den Abend abgerundet, nachdem ich komplett den ganzen Tag durchgearbeitet habe, Leute. Das war es wirklich wert, muss ich wirklich sagen. Extrem, extrem nice. Wow, ist das schön. Turtok und Bisaflor hat man halt die ganze Zeit, die haben gar keine Aufmerksamkeit bekommen, muss man einfach mal sagen. Immer nur Glurak, aber das ist einfach mein erstes Starter aus der Kanto-Region. Ich habe immer Shigi genommen, Leute. Wow, ist das Gänsehaut. Dann haben wir noch die Goldstar. Schade, dass der hier nicht selten ist. Der sieht einfach zu cool aus, Leute. Aber ist trotzdem wunderschön. Also ich bin soweit zufrieden. Ich glaube, bei einem Turtok kann man sich nicht beschweren. Und dann würde ich sagen, Leute, checkt auf jeden Fall den Livestream am Sonntag ab. Das wird auf jeden Fall ein wilder Tag. Und ich weiß noch nicht genau, wann wir starten. Ich denke mal um 14 Uhr, vielleicht ein bisschen später. Und ich hoffe, dass möglichst viele Leute teilnehmen können. Ich werde mir noch ein paar Gedanken dazu machen, Leute. Aber bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.